Can't say goodbye, no. I'm got so much left to say, but take my words and walk. Sehr gute Freaks da draußen und damit willkommen zum nächsten Part von Ender Games. Diesmal habe ich mich für das Kit Enderman mal wieder entschieden, weil es meiner Meinung nach noch immer zu den stärksten Kits gehört, auch nachdem es genervt wurde. Und es macht auch mega viel Spaß damit zu spielen. Und ganz ehrlich, so einen kleinen Schaden, den man halt einsteckt durch die ganzen Enderperlen, den kann ich gerne noch hinnehmen. Das ist es mir wert. Nein, Mann, nur weil ich nicht ready war. Alter, das war jetzt echt doof. Das war... Alter, diese Verbrennung juckt richtig, die juckt des Todes. Das hat mich auch mega viel Sekunden gekostet in der Schutzphase, als ich die ganze Zeit da kratzen musste. Alter, warum juckt das jetzt plötzlich so? Nächste Runde und schön, dass ihr noch immer dabei seid. Jo, ich habe einen Targeter wahrscheinlich, weil der gesehen hat, der hat mit dem Enderman-Kit all meine Sachen abgegrast, finde ich nicht okay. Also kommt der jetzt wahrscheinlich targeten. Ja, tut er. So eine Hure. Der hat jetzt so ganz Holz gekriegt. Alter, das kriege ich jetzt nicht. Alter, was bist du für eine Hure? Nee, jetzt ernsthaft. Das finde ich relativ dreist, ganz ehrlich. Der targetet jetzt, weil ich ihm das Zeug... Also, ich habe es ja nicht mal ihm weggenommen. Ich war halt einfach zuerst da, durch das Enderman-Kit. Ja, er hat locker gelassen. Aber ich finde es ziemlich kacke, dass der mich schon am Anfang getargetet hat. Und dann extra noch ins Holz reingestanden ist, damit ich nicht craften kann. Finde ich ziemlich low, ehrlich gesagt. Naja, dafür habe ich jetzt übel viel Stuff und das ist auch geil. Ich meine, er ist ja jetzt nicht mehr hinter mir her und ich habe jetzt auch Bogen und Pfeile und ich kann jetzt Arrow spielen. So, da vorne ist ein Gegner. Schön, dich kennenzulernen. Das war ziemlich doof von dir. Was bringt dir das eigentlich? Wobei, er konnte es jetzt halt einfach so lange herauszögern. So, ich dachte, dass du nicht mehr Life hast als ich. Ich will jetzt nämlich den Stuff da haben. Ja, ich hab den Stuff. Den ich da liegen lassen musste, damit ich von ihm entkommen konnte. Ja, hätte ich gewusst, dass der so low war, dann hätte ich das nicht so weit kommen lassen. Schade jetzt für ihn. Ihn, der gierig war. Und der nicht einfach wegsehen konnte. Ist das ein Link? Sieht danach aus. Nee, es ist ein Tor. Effektiv. Hätte ich mir fast gedacht. Link oder Tor. Und hinter mir ist noch jemand. Und das ist auch ein Tor. Oder... Es ist der Tor, aber warum sind die beide genau gleich equipped? So. Nein, das gibt's ja nicht, Mann. Als ob die von beiden Seiten noch da waren. Aber die waren 1:1 gleich equipped. Alter, das glaube ich jetzt nicht. Die hatten einfach wirklich genau das gleiche equipped, so Partner-Look-mäßig. So Leute, nächste Runde und ich habe noch immer mit dem Kit Enderman, weil ganz ehrlich, ich habe jetzt ein bisschen verkackt, ehrlich gesagt, vorhin. Ich hätte so viel noch machen können, dass ich da nicht gestorben bin, aber irgendwie wollte ich kämpfen und irgendwie ich konnte mich nicht so ganz entscheiden. Und naja, das ist halt dabei rausgekommen. So, ich habe jetzt eine bayerische Lederhose. Keine Ahnung, ich kann kein Bayerdeutsch fahren. Von dem her ist okay, ne? So, perfekt. Ein Assassine war das. Auch ein cooles Kit, wie ich finde. Aber habe ich mir bisher noch nicht gekauft. Oh, mein Bogen. Das ist jetzt nicht wahr. Was will man da tun, Alter? Das ist ein scheiß Team, Leute. Fuck you. Okay, willkommen bei der letzten Runde, die ich jetzt mache, wieder mit dem Kit Enderman. Eine weitere Runde wird es so oder so nicht geben, aber ich versuche diese jetzt zu reißen. Mal gucken, was dabei rauskommt, ne? Ja. So, wir haben jetzt tatsächlich noch relativ einen Stuff gekriegt. Finde ich gut, finde ich echt klasse sogar. Ah, shit. Kann nichts verzaubern.
Naja, egal. Ich gehe jetzt direkt auf die Suche zu den nächsten Gegnern, weil, wie gesagt, wir haben jetzt relativ nice Stuff. Von daher, ich beklage mich schon mal nicht. Aber erstmal nehme ich den Speedblock hier noch mit. So. Sehr schön. Perfekt. Bei, ja, die Eisenhose habe ich halt schon, ne? Das ist gleich stark, von daher nehme ich lieber die hier. Oh my holy. Nee, du jetzt nicht. Nee, ich hab jetzt eindeutig keinen Bock mehr auf Leute wie dich. Du bist mir zu gut equipped. Fuck you. Really, nigga. Really, nigga. Oh oh. Wenn man gerade in dem Moment geportet wird. Alter. Shit. Shit. Alter, ja, eigentlich kann ich jetzt richtig dreist abstauben. Ich glaube, ich mach's sogar. Give a fuck. Mal kurz, mit wem wurde ich geportet? Ja, nee, der ist jetzt tot. Der wurde wahrscheinlich abgeschlachtet wie ein Wiener Schnitzel. Alter, nein. Ich will das nicht. Hi, na? Aber das ist schon wieder so Pech mit dem Port. Boah, Alter, der hat die viel bessere Range als ich. Ich hier zu viel. Was ist das für eine scheiß Range, die der hatte, Junge? Was will ich da machen? Ich kann nichts machen. Oh mein Gott, Junge. Naja, selten drei so beschissene Runden hingekriegt. Trotzdem, das ist ja auch ein Talent irgendwie. So dezent. Deswegen würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da hast. Auch mal für so eine komische Folge. Ich weiß, sie war jetzt nicht so geil, aber... Egal, trotzdem hoffe ich, euch hat's gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Haut raus, bis zum nächsten Mal und tschüss.